Oh, hier geht's aber auch nicht mehr gut. 2 Lebenspunkte. Das ist nicht allzu viel. So. Sollte mich auf jeden Fall ein bisschen besser aufstellen. Okay. Da, an den darf niemand drankommen. Das war das Wichtige. Und wir können derweil hier weiter vorrücken. Und dank Untote Plage haben wir einen nie enden wollenden Vorrat an Leichen. Die scheinbar auch niemanden stören. So. Nächster Down. Und der Rest kann mal ein bisschen vorpreschen. Ich könnte es jetzt nochmal versuchen. Der eine Kriegstolltraum kommt dran, aber das war's dann. Das heißt, wenn ich mich hier hinstelle, müsste es eigentlich gehen. Zack, hat irgendein Amulett gedroppt. Das ist großartig. Okay. Ansonsten, ich will hier oben nicht weitergehen. Moment noch. Deswegen war's das für mich für diese Runde schon. Weil hier nach vorne preschen wäre einfach dämlich. So. Er ist immer noch am Aufräumen mit seinem Licht. Wobei ich mich halt frage, es traut sich ja keiner, den anzugreifen, den konservierten Licht von den Einheiten. Überlebt er dann einfach, weil er nicht angegriffen wird, oder greift er irgendwann an, wenn es genug sind? Aber gehören die auch zu Lord Argan? Es sterben auf jeden Fall auch gut Einheiten von. Warum leckt es? Ah, wenn die Trolle dran sind. Das Ganze in die andere Richtung los. So. Naja. Ich habe jetzt 2 Anführer schon kaputt gemacht. So, wir sind noch grün, braun, schwarz und rosa. 4 sind noch übrig. Also wir haben bald Halbzeit. Sollte auf jeden Fall weiterhelfen. Bin mal gespannt, ob er ihn jetzt angreift. Ich meine, allein für die Vergiftung wird es sich ja lohnen, ihn wenigstens einmal zu schlagen. Aber nee, der steht einfach mitten in den Gegnern und er freut sich seines Lebens. Dieser Bogenschütze killt sogar noch einen. 1 plus für Einsatz. Und der bildet wieder voll aus. Der hat gerade gar nicht getroffen, was macht der? Oh, sie hat meine Leiche schon getötet. Nein, wie können sie nur? Ist jetzt eigentlich schon wieder Morgengrauen? Erste Wache noch. So.
Hebe ich mir mal den Anhänger auf. Amulett des Zwietracht. Schaden und Magie, Resistenz Feuer und Tageszeit Einfluss auf Zwielichtig. Das nehme ich erstmal nur. Oh, ich habe sie jetzt gegeben. Jetzt ist sie zwielichtig. Hups. Das wollte ich nicht. Objekte. Wisst ihr was? Dann. Ich weiß nicht, ob sie jetzt was abgelegt hat dafür. Deswegen gehe ich nochmal zurück. Ich denke mal nehmen, also aufnehmen ist gemeint. So. Genau, dafür wird sie was ablegen. Verwahren deswegen. So, perfekt. Hat sich sogar ein bisschen heilen können. Der hat mir eine Leiche weggenommen. Eine neue. So. Und der Rest von euch sammelt sich. Geht, zieht weiter. Was ist nächste Station? Ist der da? Da könnte ich auch wieder mit den beiden auf jeden Fall auf dem Shortcut hin. Das werde ich auch tun. Wie viel Schaden machst du dem? Nicht genug. Der da kann den auf jeden Fall nicht töten. Hast du irgendwas hier? Guck mal, Graune. Okay, das ist viel gewesen. Ja, mach ihn platt. Bumm, haben wir einen Stahlkoloss. Geiles Teil. So. Müssen wir jetzt mal Wölfe schlagen. Perfekt. Dann oben hier eine Verteidigung aufbauen. Selbstverständlich steht der Stahlkoloss in erster Reihe. Gut. Und 10 Jahre. Ups, nicht Windows-Taste drücken, 10 Jahre warten. Ach, jetzt ich mal das hin. Er bewegt seine komischen. Bleibt der Disk aber auch nicht von der Stelle. War gleich ist wieder Tag. Obwohl, ja, jetzt ist die zweite Wache. War jetzt die letzte Runde in Dunkelheit. Da oben liegt so viel Zeug. Ich hoffe, die schafft es noch ein bisschen, sich zu verteidigen. Ich meine, ich nehme ihr laufend Anführer raus. Bisschen was muss ich auch selber machen. Also sobald es Tag wird, werden die Lifeguard ist noch wieder deutlich stärker. So, der hat jetzt alles platt gemacht, außer. Da ist Graf Argan. Den ignoriert er auch nach wie vor. Graf Argan findet für ihn gar nicht statt. Wenn man weiß, dass die Einheit ignoriert hat, kann er eigentlich direkt zum Anführer durchrennen. Und den boxen. Mal was gegen die ganzen Bogenschützen unternehmen. So. Ist doch gleich 100 mal besser. So. Wer braucht hier EP?
Eigentlich alle. Ah, er hat aber perfekt übrig gelassen. Na dann machen wir noch eine Elfenzauberin weiter. Und ich gehe mal ein bisschen weiter oben rum. Eventuell ein bisschen Feuer von der Verteidigung runterzunehmen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Wenn ich da oben jetzt mit meinen Leuten reinmarschiere, die beiden kümmern sich um den Typen. Das müsste funktionieren. Frag mich, was der wird, wenn der ein Level up bekommt. 50. Tot. Ein bisschen stark, ne? So, wo will ich hin? Da oben will ich hin. So, wir besitzen jetzt auch einen Meisterbogenschützen. Gefällt mir doch außerordentlich gut. Warte, der kann eh nur bis dahin gehen. Das heißt, der kann mir gar nichts tun, wenn ich mich so hinstelle. Lel. Kann dem Reiter auch nichts tun? Nö. Wenn das so ist, kann ich mich ja hier noch richtig gut heilen. So. Hier oben wäre eine Heileinheit mehr noch ganz gut gewesen. Fällt mir jetzt so auf. So. Was wird wieder Tag? Jetzt rasiere. Es sterben auf jeden Fall einige Einheiten. Da liegt schon wieder irgendeine Rüstung. Die Orks. Viele Einheiten hat sie nicht mehr. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn ich da ein bisschen zu Hilfe eile. Weil da sind doch jetzt einige gestorben schon. Ach ja. Also ich mag große Gefechte, aber die Karte ist zu groß. Hier ist auch wieder alles durcheinander irgendwie. Es gibt keine Schlachtenordnung. Und hier oben ist alles voll mit Kram. Auch was abhaben. Oh, er hat sich getraut, ihn anzugreifen. Mit einer Einheit. Na. Die Orangen waren noch nicht dran, oder? Der Braun hat viel Einheiten, aber der hat jetzt auch endlich aufgehört auszubilden. So, ich komme denen jetzt von unten zu Hilfe. Perfekt. Also zunächst einmal noch das Haus da. Und ziehe hier hinterher. Ich gehe mal ein bisschen abreißen. Guck mal, der lässt aber perfekt für sie übrig. Zack, eine Elfenmystikerin. Ist eingekauft. Kriegen immer mehr Leichen dazu. Das freut mich sehr. Vor allem, wenn die den Elfenmarschall da hinten hinterstehen haben, dann machen die sogar ein bisschen Schaden. Ich sag extra nur ein bisschen. So viel ist es dann doch nicht. Okay. Ach, was steht der da noch unten rum? Den habe ich völlig vergessen. So. Okay, der ist so gut wie down. Wie viel hat er noch? Oh, bam! Möchte einen Ritter haben, keinen Lanzenreiter.
So. Hole ich mir hier die restlichen Häuser ran. Alle, die Heilung brauchen, dürfen sich heilen gehen. Oh, da liegt noch was. Eine Perle. Die nehme ich auch mit. Und nächste Runde kommen wir hier rüber und nähern uns dem nächsten. Ich meine, wir haben jetzt schon so langsam am Rand durchgekehrt. Zumindest war von Anfang an kein Zwei-Fronten-Krieg, kein Einkesselungskrieg. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das... obwohl, da sind noch die ganzen Langbogenschützen drin, oder? Das sind lang, oder? Die Meisterbogenschützen sogar. Ja gut, die werden noch ein bisschen was reißen. So, und wenn ich ihm jetzt gleich in den Rücken falle, dürfte es besser werden. Der eine hat auf jeden Fall auch nicht mehr so viele Einheiten, der Lilane. Der hat ordentlich schon auf den Sack gekriegt. Und Argan steht da immer noch fröhlich rum und tut nichts. War jetzt auch Nachmittag, ne? Nee, Vormittag noch. Dann haben wir sogar noch einen zweiten Tag. Warum bin ich immer... Mein Zeitgefühl ist im Spiel genauso off wie im realen Leben. So, dem Orangen gehen auch langsam die Einheiten aus. Wie mir scheint. So, nächste Runde kann ich mich um den da oben kümmern. Alles sehr gute Nachrichten. So. Überall mal ein bisschen reinballern. So. Da oben da, der muss noch weg. So. Komm mit mir, meine Zombie-Armee. Hier unten bekommt ein bisschen Heilung. Und du kommst, dass du siehst, dass du schleunigst mal aufschließt. Zwei versteckt. Okay. Alles zu meinem... Kann ich zufrieden sein. Alles zu meinem kann ich zufrieden sein. Ja... In meinem Deutsch kann ich nicht zufrieden sein, aber das ist nichts Neues. Okay. Geben wir mal ein bisschen Gas. Direkt über den Fluss. Ich nehme nicht die Brücke. Weil ich mich langsam durchholzen muss. So, und wenn der Grüne diese Runde nichts ausbildet, ist der nächste Runde tot. Die rasiert jetzt aber gerade auch wieder ordentlich. Ist ja nicht so geil für ihn gelaufen, die Runde bisher. Hier und da ein paar Kills, aber hat auch ordentlich was verloren. So gut, dass die Leiche einfach 10 Schaden macht. Okay. Kommt allerdings der Schwarze hat noch recht viele Einheiten. Der kommt jetzt von oben. Das ist natürlich auch wieder genau in der Nacht kommt er mit den ganzen Einheiten. Das ist nicht gut. So.
Na komm, fertig werden hier. Der Orangen mit seinen zwei Einheiten. Okay, der hat hier einen Troll stehen. Der mich zwar angreifen kann, aber das ist mir egal. Zack und... Zack, really? Trifft nicht einmal, ich bin schockiert. So, du bist ja nicht zwielichtig, zum Glück. Ich hab auch keinen Bock, den zu töten, oder? Magischer Angriff. 50%, nicht 2. Okay, wenn es jetzt nicht klappt, dann lasse ich so. So, das hatten wir doch eben schon. Ach, guck mal. Den Bogen kannst du dir, kann unsere unser Elfenrächer vielleicht sogar behalten. So. Einmal den komischen Typen da killen. Und uns noch eine Leiche holen. So viele Leichen. Komm mal weg. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich den überhaupt damit angreife. Nutze die eh nur als Fleischschild. Da kann man gut Track halten, wie viele unser Elfenverheerer schon gekillt hat. Jede wandelnde Leiche im Spiel ist von ihm. Jo, der da ist auch weg. Denn die Vergiftung und jetzt der hinterhältige Angriff. Wir sollten ihn killen, tun es aber nicht. Interessant. Aber gut, muss ich wohl mitleben. Zack. 60. Weil er ja auch sonst keinen Schaden macht. Okay. Noch so viele wie möglich rausnehmen. Und dann möchte ich ihn gerne hier aufs Offene stellen. Perfekt. Für ihn könnte es eng werden jetzt nächste Runde. Aber wir haben fast zwei weitere Anführer rausgenommen. Dann sind auch nur noch zwei übrig. Endlich den Karaschützen gekillt. Er nutzt die letzte Tagesrunde auf jeden Fall. Um sich da ganz gut zu befreien. Also sie. Deli, weil das kürzer ist. Ja, er lebt. Oh mein Gott. War wirklich ultra knapp. Dem gebe ich jetzt auf jeden Fall nächste Runde die Wolf-EP. Greift er mich an. Auf da unten nur lang und wird direkt angegriffen. Wie, das kann echt nicht angehen, alles. So. Hallo. Ja gut, damit war zu rechnen. Ich muss es jetzt halt hinbekommen, dass er seinen ersten Angriff trifft, genau. Der Rest ist dann egal. 64. 32. Und den da.
Wer von euch hier oben braucht die IPDU? Perfekt. Nordfrost-Aura. Okay. Weiß nicht, was die Nordfrost-Aura ist. Etwas Gutes, hoffe ich. So. Hier sollte ich auf jeden Fall ein bisschen Front aufbauen. Weg. Und du tötest ihn. Nice. Dann schicke ich ihn voraus, den X-Troll ein bisschen ärgern. Der Rest muss hier die Reihen schließen. Ich möchte lieber meinen Ritter sicher beschützen. Okay. Und damit kommen wir dem Teil hier unten. Willkommen beim Leichenbeschwören. Ach ja, das sollte ich vielleicht auch nochmal kurz machen. Was ist das für ein Bogen? Plagiator. 25% mehr Angriffe. Entzieht dem Opfer bei jedem Angriff Leben. Neue Waffenfähigkeit abzocken. Das ist doch nicht auf deinem Mist gewachsen. Na, mir wird's auf alle Fälle nutzen. Den nimmst du mal. Abzocken. Damit sammelt der Angreifer Erfahrung, indem er Gegner ein EP raubt. Von Anfängern ist natürlich nichts zu holen. Ah, okay. I understand. So, tschüss. Dann zieht die Army of Doom weiter. Ich habe mich halt mittlerweile echt aus so einer Wolke an Leichen umgeben. Habe ich alle mit nach oben gezogen? Steht hier irgendwo noch jemand rum? Ich glaube nicht. Ja, wird auf jeden Fall interessant, was wir diese Runde jetzt so anstellen. Ich habe fast ein Level ab da oben. Es scheint auf jeden Fall, dass die stärksten Orks weg sind. Ey, der hat meinen Waldhüter gekillt. Aber für den Waldhüter werde ich jetzt definitiv nicht die Runde neu laden. Also meine beiden Assassinen werden sich natürlich auch zum nächsten aufmachen. Dann wirklich. Ey, greif meine Leiche nicht an. Okay. Bin ich dran? Ich bin dran. Eine Lee. 19. Wenn ich den dahinter stelle, 25. Wenn ich den dahinter stelle, das wäre geil. Ich spiele hier aber auch mit dem Feuer. Das gebe ich offen zu. Kommen alle nicht zu Hilfe. Können wir den killen? In aller Ruhe. Und jetzt muss ich hier auf jeden Fall schützen. Oh, ich kann den in die Mitte stellen und dann den Wirbelwindangriff machen. Na. Das war aber auch schon mal effektiver. So.